Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrt Camper. Es geht wieder um den Stellplatz Guide. Diesmal sind wir im wunderschönen Ostharz und zwar in Wernigerode und dann wollen wir euch zwei Plätze vorstellen. Den ersten Stellplatz, den wir euch vorstellen wollen, ist am Katzenteich. Und dieser Stellplatz ist im Endeffekt zweigeteilt. Das eine, was ihr seht, das ist hinter mir, ist der Parkplatz. Der kostet 5 Euro die Nacht. Also hier dürften tatsächlich auch Wohnmobile stehen. Ist entsprechend in einem Parkautomaten zu buchen. Und ja, der andere Wohnmobilstellplatz, den wir euch eigentlich vorstellen wollen, der ist hinter euch, hinter einer Hecke. Und den zeigen wir euch jetzt. Der eigentliche Stellplatz, den wir euch gleich mit ein paar Bildern zeigen. Wir werden da nicht viel umherlaufen, aufgrund, dass da... Der ist gut besucht. Wir wollen auch die Camper natürlich Camper sein lassen. Deshalb gibt es nur Bilder. Aber er ist im Zentrum, 800 Meter nur bis zur Innenstadt. Wasser, Strom, zuzüglich Pflichtabgabe in der Tourismusinfo. Und zwar eine Kurtaxe ist zu bezahlen. Strom kostet 1 Euro für eine Kilowattstunde. Wasser gibt es ab 1 Euro, fair und Entsorgung also dementsprechend möglich. Er ist ganzjährig geöffnet, dieser Platz. Und wie gesagt, kostet 5 Euro pro Schrankeneinfahrt. Man muss dazu sagen, die Schranke ist schon seit ein paar Monaten weg. Die gibt es da nicht, aber trotz allem ist es dann entsprechend an einem anderen Platz zu bezahlen. Und Kurtaxe 2,80 Euro pro Nacht pro Person. Und jetzt zeigen wir euch ein paar Bilder von dem Platz. Und ja, danach unser Fazit. Wir haben euch jetzt ein paar Bilder gezeigt. Wie gesagt, wir wollen nicht den Platz in der vollen Gänze zeigen, weil halt wirklich überall sehr viele Wohnmobile sind. Wir sind mitten in der Saison, das heißt, viele haben Ferien und wir wollen die natürlich ihre Urlaubszeit genießen lassen. Was kann man jetzt aber alles in Wernigerode machen? Boah, da könnten wir jetzt ewig anfangen. Es gibt eine Harzer Schmalspurbahn, es gibt ein Schloss, es gibt ein wunderbares Rathaus und so weiter und so fort. Also Wernigerode ist schon eine so schöne Stadt, dass wir sagen können, kommt einfach mal her. Und wir versuchen jetzt ein paar Bilder, Impressionen euch einzufangen, damit ihr seht, was ihr verpassen würdet, wenn ihr nicht herkommt. Angekommen am zweiten Stellplatz hier in Wernigerode. Auch dieser hier ist sehr schön, kostet das gleiche, 5 Euro. Kurtaxbeträge sind natürlich auch dementsprechend zu entrichten, wie auch auf dem anderen. Ja, hier muss man allerdings, vermuten wir zumindest, versucht man in Längsrichtung da dementsprechend zu stehen und nicht so quer rein in die Parkplätze, um halt auch dementsprechend mehr Platz zu gestalten. Aktuell stehen hier in der Hochsaison 3 Fahrzeuge, also es ist gar nicht so viel, aber ja.
Zumindest ist hier noch ordentlich Platz für mehr. Abwasser und Frischwasser ist hier vorhanden. Das Frischwasser allerdings nur erhältlich, wenn der Kiosk dort hinten auf hat. Das kostet pauschal 2 Euro. Und fürs Abwasser, da muss man einen langen Schlauch dabei haben. Ja, zum Müllentsorgen gibt es hier nur Papierkörbe. Also das heißt, man muss halt gucken, ob man hier den Müll entsorgen kann oder nicht. Ja, was ihr hier machen könnt, ist auf jeden Fall Harzer Schmalspurbahn, was Marcel schon mal gesagt hatte. Und in die Richtung dort, wenn ich das jetzt richtig zeige, da ist das Schloss Wernigerode und das ist auch ein Ausflug wert. Wie das Schild schon sagt, auch Wohnwagen sind hier erlaubt. Wir zeichnen das Video gerade auf in Zeiten von Corona und da wisst ihr, viele können nicht verreisen. Es gibt keine Jahrmärkte, es gibt gar nichts. Hier in Wernigerode hat man sich ein bisschen was einfallen lassen. Man hat einen kleinen Boot, man hat ein Riesenrad aufgebaut, so dass die Kinder, die natürlich wirklich vielleicht nicht wegfahren können oder wo nichts auf hat, wenigstens das ein bisschen als Attraktion hat. Wernigerode, habt richtig gut gemacht. So, mit diesen wunderschönen Ausblicken hier direkt am Schloss, wo wir auch noch nie waren, möchten wir dieses Video eigentlich beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden noch ein paar Szenen am Ende einblicken, so ein paar Sachen, die sich auf jeden Fall lohnen, sich anzuschauen. Ja, und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrt Camper. Ciao, ciao!